Standing Ovations für einen Weltstar. Chris de Burgh ist nach der Hameln-Premiere sichtlich gerührt, dass das von ihm mitkomponierte Musical Robin Hood vom Publikum so gut aufgenommen wird. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Es ist wunderbar, wieder in Hameln zu sein. I am lost for words. Mir fehlen die Worte für diese Produktion. Diese unglaubliche Besetzung und das ganze Produktionsteam brachten mich zum Weinen. Das Stück ist emotional, lustig, spannend, absolut fantastisch. Nach 50 Millionen verkauften Alben und knapp 200 Gold- und Platin-Auszeichnungen hat der 74-jährige Ire noch einmal eine neue Herausforderung angenommen und arbeitete das erste Mal an einem Musical mit der bekannten mystischen Figur. The character Robin Hood is a bit like Robin Hood ist ein bisschen wie der Rattenfänger von Hameln. Keiner weiß, ob er je wirklich existiert hat. Aber ich glaube, der Grund, warum beide Figuren so lange überdauert haben, ist, dass die Leute die Idee mögen. Wobei ich glaube, eine Figur wie Robin Hood ist attraktiver als eine Figur, die 120 Kinder stiehlt. Menschen mögen die Geschichte, von den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben. Die bekanntesten Figuren, Robin Hood und Lady Marian, kämpfen natürlich auch hier für Recht und Freiheit, aber auch um ihre Gefühle. Ich weiß nicht, wer du bist. Wie soll es mit uns weitergehen? Wo fangen wir jetzt an? Die beiden Hauptdarsteller Johanna Z. und Friedrich Rau hat beeindruckt, dass in diesem Stück Lady Marian auch aus dem Schatten Robins treten darf. Lady Marian ist in diesem Stück die ziehende Kraft, das Zugpferd des Stückes, die wirklich versucht, Robin in die richtigen Wege zu leiten, nachdem er aus einer schwierigen Zeit zurückkommt. Man könnte eigentlich was sagen, also weite Teile des Stücks sind also überhaupt nicht klischeehaft. Weil wir haben nicht irgendwie so ein nettes Häschen, die dem Helden hinterher rennt, weil der Held ist einfach zu Beginn des Stücks nicht der Held. Und Marian ist diejenige, die eigentlich so ein bisschen die Heldin im Hintergrund. Ja? Und diese etwas andere Herangehensweise an die Geschichte kommt beim Premierenpublikum gut an. Ich fand tatsächlich die musikalischen Elemente sehr schön. Ich fand, dass alle Darsteller wunderbare Stimmen hatten und es hat mich sehr mitgerissen. Das Bühnenbild, die Kostüme, der Gesang. Ich bin immer noch geflasht. Sehr, sehr authentisch, sehr real, wie es früher mal war. Wirklich gut. Und Chris de Burgh weiß, was er sich zur Feier des Abends auf Deutsch bestellt. Ich komme schon seit vielen Jahren nach Deutschland und ich spreche hauptsächlich Restaurantdeutsch. Herr Ober, noch ein Pils vom Fass. Bis zum 7. Januar werden in Hameln noch die Bögen gespannt und wird im Sherwood Forest um die Freiheit gekämpft. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.